Jo, hallo zusammen, willkommen zu 15 Jahre BI or Die und zwar partout. Und über was will ich reden? Folgendes: Wir waren unterwegs mit unseren lieben Freunden von der PwC in Gestalt von Felix Blume und Max Englisch. Grüße gehen an der Stelle raus. Wir waren bei einem Kunden vor Ort. Wir haben nämlich ein neues Konzept bei BI or Die. Wir haben uns gedacht, Mensch, ja, Podcasts sind da schön und gut. Es ist auch schön, das schnell mal aufzunehmen, das schnell zu machen. Aber dieses persönliche Treffen, das Miteinander, dann sich ein bisschen auszutauschen, für euch bessere Content zu liefern, da fehlt was. Und dann waren wir auf der Reise und waren bei einem Kunden. Und ich sage mal so viel, es ist ein Telekommunikationsanbieter. Warum bin ich da jetzt gerade so geheimnisvoll? Aus folgendem Grund, das geht ganz professionell, wenn wir es fertig haben, dann halt nochmal durch die Kommunikations- und Marketingabteilung und wird freigegeben. Und dann könnt ihr es dann auch sehen. Aber na, so viel dazu. Wir waren halt da, haben das gemacht, haben es getan, haben es gesehen, standen dort vor verschiedenen Kabeln, vor Trommeln, also da, wo die Mehrwerte geschaffen werden im Unternehmen. Wir haben dieses BI or Die Coffee Break nämlich ins Leben gerufen. So heißt das Format. Die Tassen sind immer mit dabei. Und dann besuchen wir unsere Kunden, Partner, wie auch immer. Demnächst sind wir bei Dr. Oetker. Da freuen wir uns sehr zu. Da gibt es nämlich, da gibt es einen riesen Pudding. Den zeigen wir euch dann aber. Welchen Pudding es gibt, das zeigen wir euch. Und so sind wir dann unterwegs. Also bedeutet, wir möchten immer nah an den Produkten sein. Wir möchten nah daran sein, für was werden die Daten eigentlich benutzt? Also wo passiert denn irgendwas? Also wenn ihr Bock habt, dass wir auch bei euch vorbeikommen sollen, ne? Hier der BI or Die Coffee Break machen wir gerne. Was passiert da? Schnelle Fragen, kurze Schnitte, kurze Sachen. Wir unterhalten uns dann so 10 Minuten über Data. Ihr könnt natürlich auch sagen, was euch so beschäftigt, was eure Trends sind, welche Sachen sind. Wir kommen bei euch vorbei. Es wird alles hervorragend. Die PwC und wir sind heiß wie Frittenfett. Ich denke, das wird auch eine echt gute Veranstaltung werden. Ich mache mir da ehrlich gesagt überhaupt gar keine Sorgen. Gut, was gibt es sonst noch so zu berichten? Wir haben das BI or Die Level Up Event. So, was bedeutet das? Wir streamen eine Woche durch. Das wird echt ein bisschen wild werden. Also wir fangen um, boah, was weiß ich, so 9 Uhr an und das geht dann so 6 Stunden, also roundabout bis 15 Uhr. Vielleicht fangen wir auch um 10 an, es geht bis 16 Uhr. Wir werden es genau sehen. Wir werden euch das auf jeden Fall mitteilen. Wir werden am ersten Tag über Sports Analytics reden. Also sprich, wie macht man eigentlich im Sport? Ne? Analytische Verfahren, wie geht man da mit Daten um? Das wird der erste Stream werden, freue ich mich sehr drauf. Der zweite Stream, den werden dann Simon und ich machen. Der wird um Data-Driven People gehen. Ihr wisst, ich beschäftige mich gerade enorm krass damit, wie bildet man Leute aus? Also ich habe jetzt roundabout in den letzten 15 Jahren über 1000 Workshops, Vorträge, Seminare etc. gehalten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass einige Leute viel lernen, andere Leute gar nichts und einige Leute so mittel und vergessen alles wieder. Und da habe ich jetzt echt gemerkt, das versuche ich nochmal zu verbessern. Weil es kann ja nicht sein, dass die Leute immer schuld sind, die man ausbildet. Nee, es kann ja eher so sein, dass der Trainer so gut wird oder die Mannschaft, die trainiert, dass man vielleicht viel, viel besser wird. Also wir haben ja viel schon Prototyping gemacht, viel iterativ, aber ich will das nochmal next level. Und da reden wir 6 Stunden am Stück, wie wir Data-Driven People schaffen. Es werden immer Gäste dazu kommen, die dann eine Meinung vertreten, die eine These dabei haben, die vielleicht einen kleinen Impuls dabei haben. Und dann reden wir über Data-Driven People. So, am Mittwoch geht es um People Analytics, heißes Thema, nämlich sprich, wie geht es denn so in den HR-Abteilungen? Was passiert da denn? Wie kann man denn People Analytics überhaupt betreiben? Was sind da neue Ideen? Wen können wir da uns mal so, welche Konzepte können wir uns belegen, die vielleicht besonders auf diesen Rahmen passen? Am Donnerstag geht es um den Klassiker AI und Analytics. Gen AI ist in aller Munde. Darum muss es natürlich auch gehen. Was bedeutet das für Daten? Was machen wir da? Da werden Deliana und Kai zusammen relativ viel machen, haben da auch schon einiges vorbereitet. Freue ich mich total drauf. Und am Freitag, wie sollte es anders sein? Power BI, den ganzen Tag lang von vorne bis hinten Power BI. Also sprich, da kommen die Nerds zusammen, da kommen aber auch die Leute zusammen, die paar Probleme haben. Und das wird, glaube ich, echt wild. Also da hat Arthur einiges in petto. Was bleibt mir da noch so zu sagen, ich freue mich auf die gesamte Woche, ich freue mich auf dieses Experiment, wir streamen halt durch. Das bedeutet, wenn man zwischendurch sich mal zu essen holen muss, bleibt der Bildschirm hier einfach an. Wenn hier zwischendurch 2, 3 Leute reinkommen, bleiben auch 3. Es gibt keine genaue Agenda. Wir denken, es ist immer relevant. Schaltet dann rein, wenn ihr denkt, oh, das ist ein guter Moment. Nachher nehmen wir die einzelnen Sachen,
werden dann genau gucken, von wann bis wann waren entspannt, waren interessant, und das machen wir euch dann als Highlights, damit ihr diesen Content auch gut konsumieren könnt. Ansonsten, ja, da werden wieder einige sagen, aber es war zu wild, es war durcheinander. Ja, ihr könnt doch unser Content auch völlig strukturiert auf YouTube den ganzen Tag angucken. Es gibt ja trotzdem den Podcast. Man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Da mache ich mir also mal überhaupt gar keine Sorgen. Ich sage euch, das wird ganz, ganz wunderbar. So, was gibt es noch zu berichten? Wir suchen Leute, und das zwar jetzt nicht irgendwelche Leute. Ich habe es oft gemerkt in letzter Zeit, ähnlich wie das mit den Data-Driven People ist, dass oft intrinsisch motivierte Leute sehr schnell lernen, schnell dabei sind und auch Bock haben, irgendwie was zu verändern. Und ich habe jetzt gemerkt bei mir selber, ich kann eigentlich nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, die auch Lust haben. Also es gibt ja im Englischen dieses Hire for Attitude. Ich glaube, das ist das, was es momentan so schwierig macht. Also was ist denn diese Attitude? Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sind super gut im Datenthema, sind super tief drin, aber die haben jetzt nicht die richtige Attitude oder sie passen nicht zu uns. Es mag ja daran liegen, dass man vielleicht woanders super Arbeit leistet oder mit anderen Leuten perfekt ist, aber halt nicht zu uns passt. So, und ich bin ja nun auch derjenige, der sich so denkt, kann es nicht ein bisschen mehr sein? Kann man nicht nochmal da was machen? Und das ist gar nicht nur Stundenanzahl und so, sondern einfach auch Bock haben auf den Kunden oder proaktive Kommunikation Richtung Kunde oder vielleicht mal 2, 3 Sachen mehr machen, als erfordert sind. Und wenn man doch sowieso viel Zeit hat und zu Hause sitzt und das alles machen kann, alles tun kann, ich denke mir so, vielleicht bevor man dann heimlich Netflix guckt, dann doch nochmal irgendwie was für den Kunden machen, finde ich ganz geil. Also ich weiß noch nicht genau was, beschäftigt mich und Veronique momentan extrem. Wir versuchen dabei BI or Die HR-Konzepte zu machen. Ansonsten wisst ihr ja auch, dass wir die Gehaltsbänder, weil ich habe keinen Bock mehr, mich darüber zu unterhalten, bis 75.000 Euro in verschiedene Stufen, könnt ihr euch auf der Seite bei uns ja mal angucken. Da könnt ihr euch mal genau angucken, ja, wie ist das mit dem Einstieg, wie ist es, wo kann ich hin, wann bin ich dann sozusagen, bei uns nennen wir es mal aus Spaß, außertariflich. Also sprich, wann ist ja der Level erreicht, wo man sich über andere Modelle Gedanken machen muss. Aber sonst ist es halt so, dass du jedes Jahr einfach auch steigst. Ob das clever ist, ob das gut ist oder nicht gut ist, werden wir ja alles sehen. Wir sind eine kleine Truppe, wir machen das momentan, funktioniert sehr, sehr gut. Die Transparenz kommt auch sehr gut an. Und wir können uns in solchen Gesprächen, Mitarbeitergesprächen, geht es dann nicht immer nur ums Gehalt, sondern auch das, was wollen wir zusammen erreichen, was wollen wir zusammen machen, weil so gewisse Automatismen kommen. Und sonst, Simon ist halt derjenige, der jetzt hier gerade so in dieser Vorgründungsphase ist, der eine starke Beratung machen möchte, die so an der Schnittstelle zwischen, ich baue dir schnell Dashboards, ich kann aber auch was prototypen im Fachbereich, ich bin in der Lage, schnell umzusetzen, ich bin in der Lage, Sachen auf die Straße zu bringen, sich da etabliert, Namen macht. Ich denke, es macht auch sehr, sehr viel Sinn. Dann flankiert natürlich durch die Konzepte, die wir hier gerade entwickeln, diese neuartige Form der Ausbildung und dass man dann vielleicht so als Teamcoach etc. das irgendwie zusammenbaut. Ihr wisst, ich halte nichts davon, wenn die ganzen Consultants bei euch die Arbeit machen. Das muss immer so ein Zusammenspiel sein, weil wenn nur die Consultants die Arbeit machen, sind die nachher weg und dann läuft auch nichts mehr. Gut, also insofern, wenn ihr ein paar Ideen habt, wie man fancy Recruiting machen könnte, wir sind ja schon dabei, so bei der Gaming Night und Bowling Night, dass man uns irgendwie privat auch kennenlernt, das ist uns ja immer sehr wichtig, so dieses Keep in Touch. Aber wenn ihr noch so ein paar Sachen habt, wo ihr sagt, ist geil, also ich brauche jetzt nicht so das nächste Stepstone Monster, habe ich auch keinen Bock drauf, so eine Stellenanzeige, dann die Leute sich bewerben, können sich ja auch überall bewerben. Und wir haben organische Reichweite. Wir haben ja hart dafür gekämpft, das zu machen. Aber wie wir jetzt genau dieses, sag ich mal, Recruiting on Scale hinkriegen und, sag ich mal, intern die Prozesse, die laufen super. So Onboarding, Bewerbungsgespräche, das kriegen wir alles hin. Das macht nichts. Aber diese Erstansprache, dass man Bock auf uns hat, weil ich weiß jetzt nicht, ob man sich jetzt 9 Minuten dieses Video hier reingezogen hat, um dann nachher zu sagen, Job. Und sonst ist uns Joblevel ja auch egal. Wenn du zu uns passt, finden wir immer was für dich. Gar kein Problem. Hauptsache, es matcht in irgendeiner Form. Gut, deswegen schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr ein paar Ideen für uns habt, was wir noch so alles machen können, was wir tun könnten. Nächste Woche gucken wir mal, was alles passiert. Das Team wird dann in Lissabon sein. Ich bin es leider dieses Mal nicht, werde aber beim nächsten Event wieder dabei sein. Ich wünsche an der Stelle auf jeden Fall viel Spaß, Erfolg und gutes Team-Event in Lissabon. Und wie ich uns so kenne, dürft ihr bei LinkedIn und bei YouTube wahrscheinlich nachher 1, 2 Bilder auch sehen. So, also bleibt uns gewogen. Ne? Guckt nächstes Mal, wenn ihr Bock habt oder halt auch nicht. Bis denn, Andreas, ciao.